Willkommen zu diesem neuen Minecraft-Baututorial seit langem mal wieder, weil ich etwas Probleme hatte und keine kreativen Ideen hatte, was ich bauen könnte. Und habe jetzt hier ein Eingangstor, also ein zweites für meine Stadt, benutzt. Und ich zeige euch heute, wie ihr diesen Turm, also den müsstet ihr dann zweimal bauen, theoretisch, bauen könnt für ein tolles Eingangstor oder als Wachturm. Also ich finde dieses Design eigentlich schon relativ nice. Könnt oben drauf noch eine Fahne packen, aber ich hoffe doch diesmal nicht. Und ich habe dann halt hier noch so ein kleines Eingangstor gebaut. Variiert hier, variiert halt, wie hoch eure Mauer ist oder wie breit ihr den Eingang haben wollt. Und habe hier mal gedacht, hier passt das rein so. Das da vorne ist ja der eigentliche Eingang. Und hier geht es dann weiter zum Hafengebiet. Also, wenn ich da unten schon angefangen habe. So, ganz klein. Und ja, ich zeige euch dann, wie ihr diesen baut. So, hier habe ich schon mal eine kleine Fläche vorbereitet. Ihr braucht eine 7x7 Fläche für den Turm. Und zwar kommt über außen hin ein Holzstamm. Also, hier müssen dann immer 5 Blöcke frei sein. Und die zieht ihr dann 13 Blöcke hoch. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 und 13. Und das jetzt überall. So, wenn ihr das gemacht habt, dann schnappt ihr euch Steinziegel oder Cobblestone, so wie ihr es haben wollt. Also ich verwende hier Steinziegel und zieht die überall links und rechts der Blöcke nach oben. Auch 13 Blöcke. So, wenn ihr das gemacht habt, geht ihr hier halt einen weiter rein und platziert hier die drei Steine, also die Ziegelsteine. Hier könnt ihr es auch variieren, dass ihr, wenn ihr jetzt hier außen Steinziegel genommen habt, hier drin Cobblestone nimmt oder andersrum, was ein bisschen unterschiedlich. Da geht ihr natürlich auch komplett hoch, überall. So, wenn ihr das gemacht habt, schnappt ihr euch mal Bruchsteinmauern oder Cobblestone Walls oder wie die auch immer heißen und geht damit 8 Blöcke nach oben. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das macht jetzt überall hier in diesem Inneren. So, je nachdem wie eure Mauer jetzt hier verläuft, also von der Höhe her, habe ich hier so einen Überhang, der hier so komplett um den Turm herum geht und habe dann hier halt so einen Rand aus Holz genommen. Also der ist 3 Blöcke hoch, also 4 Blöcke hoch, und dann zieht ihr einfach so einen Rand mit 3 Mauern drin, Bruchsteinmauern, und hier am Ende dieser Mauern, die ihr in der Mitte hochgezogen habt, macht ihr einen ganzen Block hin. Dort setzt ihr einen Glowstone hin und hier, also ihr müsst gucken, wo bei euch jetzt die Mauer, also die Höhe der Mauer, wie hoch eure Mauer ist. So, jetzt hab ich's. Da müsst ihr dann gucken, wie das aufgeht. Also bei mir ändert sich das so. Geht das hier einmal komplett rum. Und dann geht das hier halt weiter. Und hier unten habe ich halt eine Treppe so gemacht. Und dann noch eine
so rum ist. Das ist so ein kleines, also dass es so unter gehalten wird. Weil es so von da drinnen rauskommt und nicht nur von hier außen. So habt ihr denn hier so einen kleinen, so eine kleine Beleuchtung. Und dann hier kommen noch Upside Downstairs hin. Nein. So. Dann habt ihr so eine kleine Verzierung hier und dann könnt ihr da oben noch eine Fackel rein. Dann wäre bis hier die Dekoration fast fertig. Jetzt kommt hier unten noch so ein Button hin, da so ein Button hin. Ich weiß nicht wieso, das passt einfach irgendwie. So, 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 so. Dann müsste es so bei euch aussehen und das macht ihr überall. So, ja, ich habe mich jetzt halt verbaut und es soll halt so sein, dass der Glowstone direkt vor der Cobblestone-Wand ist. Das müsste drinnen dann so aussehen, dass das hier halt noch die Steinmauer ist. Und dann hier der Cobblestone gesetzt wird, also die Cobblestone-Wand. Und dass das etwas so hoch war, tut mir leid. Ich habe das jetzt nicht so innerlich schon drin, dass es jetzt ja alles ordentlich ist. Also es kann sein, dass ich noch ein bisschen patze. Ich werde jetzt mal gucken, wie es bearbeitet. Und ja, okay. Ich bearbeite das jetzt mal schnell und dann fertig. So, naja, okay. Nach diesen kleinen Fails werde ich mal versuchen, jetzt hier ordentlich zu arbeiten. Ihr zieht hier oben jetzt überall den Kabels, die Steinziegel lang. Hier war noch ein Fell drin. Mann. Es ist Sonntag, es ist schwierig. Also, heute ist für mich Sonntag. Ich weiß nicht, wann das rauskommt. Aber nun ja, also ihr zieht jetzt überall hier diesen zu Ende. So. Der ganze Turm müsste jetzt von oben ungefähr so aussehen. Okay, ich habe jetzt mal geguckt. Ich gucke jetzt lieber mal öfters, also ich schneide jetzt mal lieber öfters, bevor ich jetzt so elendig rumfehle. Wir setzen hier zwei Upside Downstairs. Hier zwei Upside Downstairs. Hier zwei Upside Downstairs. Und keine normale. So. Noch eine verkehrte. Und noch eine verkehrte. Und noch eine verkehrte. Hier drin ist das etwas anders. Da setzt du nur eine. Weil es halt mit dem Überdachten hier so ineinander geht. So. Zack, das wär's denn. So, nun nehmt ihr hier nochmal die Steinziegel, geht in der Mitte noch einen höher. Dann platziert ihr hier eine normale, dann verkehrte oder andersrum. Ja, andersrum. Also, eine verkehrte, eine normale. Ja, okay, jetzt hab ich's. Also, verkehrt, mal, verkehrt herum. Hier entsprechend auch, verkehrt, mal, und verkehrt herum. Ja. So, jetzt schnappt ihr euch die Wolle und geht hier neben der verkehrten, also bei denen, das habe ich eben gerade Fell gemacht, 4 Blöcke hoch. So, jetzt schnappt ihr euch wieder das Eichenholz und platziert neben denen nur 4 hoch. In der Mitte sind es 3. 1, 2, 3, 4. Und hier nur 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Das ist überall. Und das jetzt überall.
So, hier ist dann auch gleich der Eingang für spätere Eingang-Gedöns. Also hier. Der spätere Eingang-Gedöns ist ein gutes Wort. Das ist, da steht so ein Duden drin und so. Und nun ja, jetzt schnappt ihr euch den Zaun. Platziert hier komplett 3 hoch. Also wo hier es frei ist als Fenster. Außer hier, weil da ist der Eingang. So, falls ihr hier noch ein paar Lichtakzente haben wollt, habe ich hier mit diesen Redstone-Lampen ein Licht gemacht. Dann muss ich mal kurz den Redstone-Block holen. So, da nehmt ihr diese beiden Blöcke raus, platziert hier drin einen Redstone-Block und der bringt diese Lichter zum Leuchten halt. Jetzt hier dann die Treppen ran und holt euch mal schnell eine Ziegelsteinstufe. Und dann habt ihr das. Und das mache ich jetzt überall. So, nun schnappt ihr euch die Cobblestone-Wände und geht hier einmal komplett hoch. Also 3 Blöcke nach oben. So, natürlich habe ich jetzt wieder etwas gefailt. Hier sind das nur 2, also überall sind das nur 2 Zäune nach oben. Und hier kommt auch eine verkehrte Ziegelsteinstufe. Und da auch. Und dann war es. Also es sollte jetzt so aussehen. Dann schnappt ihr euch Glowstone. Platziert das schon mal überall hier oben auf diesen Zäunen drauf. Das gibt auch wieder so ein Lichtakzent, was ihr auf den Thumbnail am besten sehen könnt, weil ich das im Dunkeln machen werde. Also das Haus leuchtet schön. Kann ich mal kurz machen. Hier seht ihr das. Da ist es natürlich ein bisschen krasser. Hier ist es nur so indirekt. Und ja, dann machen wir gleich mal weiter mit dem Dach. So, für das Dach braucht ihr halt Eichenholz. Treppen und Eichenholzbretter. Oder je nachdem, woraus eure Dächer gemacht sind, wie immer. Und das ist der schwierigste Part eigentlich. Aber ich hoffe, ich kann euch das gut nachvollziehbar machen. Also ihr füllt erstmal überall diese Lücken mit Eichenholz aus, so wie ich das mache gerade. Und ja, das geht ja schnell, das brauche ich nicht in Timelapse setzen. So, nun setzt ihr überall drumrum die Eichenholztreppen. Okay, wenn es jetzt geschafft ist, geht ihr noch eine Reihe nach oben. Also geht ihr hier oben drauf, einmal komplett lang und dann da, da, da und so weiter. So, wenn das geschafft ist, ist der leichte Teil des Daches noch da. Also jetzt kommt es ein bisschen schwieriger. Das ist nicht die Mitte. So, in der Mitte setzt ihr einen normalen Eichenholzblock. Also ein Eichenholzbrett, Planke, irgendwas. Platziert dann links und rechts davon eine Treppe, dass es so aussieht. Ja. Nun platziert ihr links und rechts von der Treppe eine Stufe. Und
obendrauf auf dem ganzen Eichenblock kommt so eine Treppe. Also die ganz normal geht und nicht nach links und rechts ist. So, wenn ihr das gemacht habt, setzt ihr hier, wo noch diese Lücke ist, auch nochmal eine Slab hin, also eine Eichenholzstufe. So, wenn ihr das gemacht habt, dann nehmt ihr einen ganzen Block, platziert ihr hier neben an. Dann müsste das so aussehen. Dann platziert ihr hier noch weitere Blöcke daneben, also da wo diese Treppen sind, noch ein ganzer Block, dass das denn halt nicht mehr zu sehen ist, also dass da keine Lücke mehr ist. So, so, so. Und dann platziert ihr hier noch Treppen. Das dürfte jetzt so aussehen. So, nun in die leeren Flächen kommt noch ein ganzer Block. Also so nach oben. Dann hier wieder, dass das so abgeschlossen ist, dass man es nicht sieht. Kommt jetzt überall so ein Winkel. Das sollte jetzt von oben so aussehen. Dann geht ihr hier, wo diese Treppe so nach oben geht, einen Block nach oben. Das sollte dann so aussehen. So, für die nächste Schicht geht ihr dann hier links und rechts immer. So geht hier links, also die beiden Blöcke daneben. Da setzt ihr noch einen ganzen Block drauf. So, 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 so. Das sieht dann von oben so aus. Dann setze ich hier wieder eine Treppe, die so nach da zeigt. Also, eine normale Treppe setzen. Ihr seht das ja. Ich muss jetzt nicht die Richtung bestimmen. So, dann kommt hier eine Treppe. Und hier eine Treppe. Hier eine Treppe, hier eine Treppe, hier eine Treppe, hier eine Treppe, hier eine Treppe und da eine Treppe. So, jetzt habt ihr schon so ein leicht spitzes Dach. Dann kommt hier wieder ein ganzer Block hin, da, da und da. Sieht das von oben aus wie so ein Kreuz oder ein X. Dann dasselbe nochmal. Geht wieder ein Block hier nach oben, noch ein Block nach oben, noch ein Block nach oben, noch ein Block nach oben, Treppe, Treppe, Treppe und Treppe. Dann kommt hier wieder ein ganzer Block. Oh, warte. So, kurz vorm Ende gab es noch eine kurze Denkpause bei mir. Also ihr platziert hier überall noch einen Block. So, wie, ups, hier habe ich schon gesetzt. So. Und so. Sieht denn so aus. So, nur so ein kleines X. Dann geht ihr nochmal ein letztes Mal so nach oben. Also platziert hier so drin einen Block, dass das dann hier so weg ist. Dann geht ihr hier noch ein das letzte Mal nach oben. Hier nochmal oben drauf. Die Treppen. Und dann zwei oder drei, zwei Blöcke nach oben und platziert einen Zaun oder eine Fahne. Oder was weiß ich, was ihr als Symbol für eure Stadt habt. So, dann wäre bei mir im Grunde dieser Turm fertig. Jetzt fehlen nur noch ein paar Akzente, so, also ein paar Dekorationselemente. Also hier die Fackeln und die Knöpfe. So, dass das nicht so langweilig aussieht und stupide und sowas. Dann halt nur noch die Inneneinrichtung, dass ihr denn da so eine Treppe nach oben macht. Was ihr noch machen könnt, was ich jetzt nicht mit reingenommen habe,
ist, dass ihr, warte, ich zeig's euch, hier so eine Treppen setzt. Also das sind bei mir so Upside-Down-Stairs. Kann ich ja auch mal, nicht da, wo der Baum ist. Also, jetzt mal hier auf der Seite. Zeige ich mal, wie ich das gemacht habe. Also, so eine Upside-Down-Treppe gesetzt. Bringt dann auch so ein bisschen Struktur rein. Ist jetzt nicht nur eine langweilige Wand, sondern auch was mit drin. Ich glaube, hier wird was falsch gemacht bei mir. Ja, genau, das ist was zu tief. Habe mich schon gewundert, das sah komisch aus. So, so, und dann ist das ja auch richtig. Nein, das ist falsch. So, dann ist das bei mir richtig. Dann könnt ihr mit Zaun irgendwas probieren. Könnt ihr da ein bisschen euch austoben. Und dann hier würde bei mir jetzt die Mauer noch weitergehen. Also bis ins Unendliche und noch viel weiter. Ja, dann hier oben könnt ihr noch 4 Fackeln platzieren. Dann sieht das in der Nacht noch viel geiler aus. So, und dann ist das hier oben auch beleuchtet. Hier oben habe ich den aus Versehen weggehauen. So, mit Shader sieht es natürlich noch besser aus. Da habt ihr euren Wachturm, Schrägstrich, Eingangstor, Turm, was auch immer. Und ich finde, ja, der sieht eigentlich ganz nice aus. Dafür, dass mir das gestern Nacht eingefallen ist und ich gedacht habe, ich brauche hier ein Tor, damit hier die Waren und so alles so transportiert werden von dem Dorf. Alter, wie geil sieht das denn aus mit dem ganzen Licht? Ja, hier habe ich dann vor, dass so eine Straße nach oben geht und dann hier unten wahrscheinlich noch ein Schiff hinkommt. Und hier am Ufer dann überall so, halt überall kleine Häuschen stehen, so Fischerhäuschen, Fischerbuden und sowas. Ja, ich fände es schön, wenn ihr den Part bewerten würdet für meine relativ spontane Aktion hier. Und ich finde, dafür sieht das schon geil aus. Ihr könnt euch ja mal angucken, wie ich hier das Tor gemacht habe. Also ich bin hier 4 Blöcke nach oben, habe dann Upside-Down-Stair genommen, 2 nach oben, ein und 3 zur Seite, also quergelegt. Dann einfach hier so in der Mitte dann das Tor gemacht. Hier werde ich das noch schöner machen, das ist noch alles provisorisch gemacht. Also ich habe überlegt, nachdem ich den jetzt fertig gemacht habe, habe ich gedacht, den zweiten könnte ich ja jetzt als Tutorial nehmen. Dann wäre das ja eigentlich ganz gut, ich brauche mal wieder ein Video. So kam das eigentlich erst. Also das war eigentlich eine relativ spontane Aktion. Ja, hier mit der Brücke könnt ihr entscheiden, ob das jetzt auf dieser Höhe ist oder ganz oben. Ich hatte damit ein paar Probleme, würde ich sagen. Wie komme ich jetzt da rein? Also, ich habe jetzt gedacht, ich mache das jetzt hier, weil es ja eigentlich gepasst hätte, aber ich bin jetzt doch nach oben gegangen. Dieser ekelhaften Wendetreppe und bin dann hier so runtergegangen. Hier würde das dann bei mir jetzt hier hochgehen. Nicht gleich so viele sitzen. Und dann wäre ich jetzt auch schon hier drin. Also hier drin. Hier könnt ihr das dann verdecken mit Eichenholz. Habe ich hier auch gemacht. Huch. Hier sieht mir ja gar nichts mehr. Ja. Und dann. Was ist das? Achso, Quatsch. Ich habe das nicht verdeckt, sondern ich habe hier noch eine Strebe gezogen. Was ihr auch noch machen könnt, was mir persönlich gefällt, ist einmal komplett hier runter, weil das schön im Mittelpunkt ist. Und dann könnt ihr halt hier Treppe nach oben gehen. Da müsst ihr halt nur aufpassen, wann euer Eingang kommt. Da müsst ihr mit Slabs arbeiten, dass ihr euch nicht den Kopf stößt. Und nun ja, das war's denn eigentlich von diesem Tutorial. Ja, dann schönen Part bewerten, kommentieren, Fragen stellen, Privatnachricht bin ich auch immer zu erreichen. Also, ja, was will man mehr? Ne? Also, viel Spaß bei dem nächsten Video. Wir sehen uns dann. Tschüss!